Ja! Boi! Moin oder was? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind immer noch am Parcourspark und jetzt geht eine Madness ab. Halt rein, da schmeiß rein das Ding. Ui, Memo. Das war übrigens der eigentliche Plan. Auch am heutigen Tag befinden wir uns wieder auf unserem Parcourspark-Gelände. Heute sind wir aber nicht zum Bauen hier, sondern wir wollen unsere Russian Swing aufbauen, die wir hier eingelagert haben auch. Die heutige Idee ist nämlich, wir bauen das Teil hier in unserem Park auf und werden uns die eine oder andere Challenge überlegen, mit der wir uns irgendwo drauf befördern, rüber befördern oder was auch immer. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir das Teil aber erstmal auf und gucken dann mal, ne? Rein da. Aufgebaut, war anstrengender als gedacht, deswegen müssen wir uns jetzt erstmal kräftigen. So, die Männer haben hart mal hoch bis hierher, ich noch nicht, aber ich habe den Männern dafür eine richtig geile Mahlzeit fertig gemacht. Y-Food, ihr wisstet, eine schöne leckere Trinkmahlzeit, hat 26 verschiedene Vitamine und Mineralstoffe, voll mit Ballaststoffen, gibt es in vegan und mit tierischen Inhalten. Das Geile ist, dass das auch glutenfrei ist, ja, und verdammt lange satt hält. Locker mal bis zu 5 Stunden, deswegen verleiben wir uns das Ganze jetzt hier schön ein. Und dann geht es rein in die Session. Kurzer Geschmackstest bei Vegan Hazel Haselnuss. Hier ist mal aufs Neue einfach geil. Also, schlappen Zähne in eine Tastatur hämmern, koppen, koppen, koppen. Und du hast den Hunger. So, das orange Prachtexemplar, das steht, ist jetzt bereit, gleich beschwungen zu werden. Aber unserer Meinung nach ist Russian Swing irgendwie ein richtig wacker Name für das Gefährt hier. Deswegen, was meint ihr? Wir haben bisher nicht so geile Ideen gehabt. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr das Viech nennen wollt oder nennen würdet. Und dann gucken wir, ob wir das Ding in einem der nächsten Videos festlich taufen. Mit festlich taufen meinen wir natürlich irgendwie, dass wir das Ding in den Kanal werfen oder so. So, ich bin jetzt das erste Mal auf der geliebten Schaukel hier. Ich habe mich jetzt schon verliebt und jetzt springe ich dann erstmal mit einer Kerze raus, um zu gucken, wie sich das so anfühlt. Rein da. Digga, muss ich mich noch umdrehen oder was? Sicher. Da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Okay, mal einfach. So. Geil. Alter, Junge, bist du geflogen. Damit habe ich nicht gerechnet, ey. Digga, das Flippen, das ist schon ein bisschen weird, aber Seifel müsste klar gehen. Alter, du musst noch reden, ne? Ach so. Ja, ich bin jetzt einmal dran, ich springe mich dann auch mal warm. Wow, Bock. Oh, alter Bär. Geil. Aufs Hüftchen? Nee, nur halb. Du hast ja überhaupt nicht so eine Hüfte, ne? Nee, eben. Die Ausrede gibt's nicht mehr. Jasper zieht sich einen Pulli an und das Ganze hat folgenden Grund, nämlich... Ich habe vor, Jasper umzudrehen mit einem Dropkick, weil wir dachten uns, bevor wir flippen oder irgendwas Legitimes machen, erstmal ein Dropkick. Das bedeutet natürlich, Dwayne schmeißt ja auf die Schaukel drauf, fliegt runter, schön in Seitenlage. Das preppen wir ja jetzt auch erst einmal, wie die Seitenlage funktioniert. Und dann stellt sich Jasper dahin und dann geht's rein, ey. Ist ja klar. Boah! Alter, das wird wehtun. Digga, mir tut mir jetzt schon leid, ne? Da musst du überhaupt nichts rein leid tun, weiße einfach rein. Also da freue ich mich an der Kamera zu stehen. So, also jetzt geben wir gleich erstmal den Dropkick. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich habe schon ordentlich Bedenken dabei, dass ich den nicht richtig treffe, im Gesicht treffe, im Bauch treffe oder zu fest treffe. Aber was passieren wird, das werden wir jetzt gleich sehen. Also egal, was du triffst, ist alles eine 10 von 10. Richtig. Sagst du mal höher oder passt? Ein Ticken höher noch. Bereit? Ja? Okay, beim nächsten, jetzt. Boah! Ich bin hier auf die Fresse geknallt.
Wie habe ich dich getroffen? Ich weiß nicht, alles tut weh. Also angenehm war das nicht. Geil. Das war verdammt angenehm fürs Auge. Wie war der? Oh Junge, ich konnte nichts machen. Ich musste mich irgendwie zusammenziehen. Hast du weggezogen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Egal, ich bin einfach gegen ihn. Voll, ich glaube, ich war schon so halb zusammengesackt, aber alter Bär. Alter, ich musste mich aufs Film konzentrieren. Ich habe nur Dwayne vor dem geilen blauen Himmel gesehen und dann, wie er in das geile blaue Tal reingejagt ist. Und das Ganze in Slow-Mo. Ja, ich glaube, das irrigiert uns alle. Rein in die Slow-Mo. So, der erste geile Sprung ist vollzogen worden. Für uns geht er jetzt rein in ein paar Flips. Wir wollen mal ausprobieren, was wir hier alles machen können. Sideflip, Backflip, Frontflip, vielleicht noch ein paar kreative Sachen. Und euch schicken wir ein kleines Edit. Viel Spaß dabei. Ja, nice. Man denkt, man ist so hoch, aber man ist es überhaupt nicht, ne? Alter. Ui, Memo. Das sah insane aus von hier. Alter, da habe ich den vorderen Fuß ein bisschen zu doll benutzt. Ich habe den zu früh ausgestreckt. Ich kann den nicht stompen, ey. Ich weiß nicht wieso, aber macht immer wieder Bock. Ja, ich bin auch der Bock auf. Bam! Endlich mal, ey. Geil. Gut, mit den Sprüngen hier an der Location sind wir durch. Wir haben jetzt die Idee, die Russian Swing zu packen und einmal nach da hinten an den Container zu stellen und dann zu gucken, ob wir drüber springen können, drauf flippen können und sonstige Sachen anstellen können. Dafür muss das Scheißseil jetzt aber erstmal darüber getragen werden. Und ob ihr glaubt oder nicht, ihr habt da richtig Bock drauf. Also rein da! Nach gefühlt 8000 Stunden haben wir die Schaukel dann endlich mal an den Platz gekriegt, wo wir sie haben wollen. Das Ziel ist es jetzt, die Schaukel bestmöglich in den urbanen Raum zu integrieren, beziehungsweise mit Parkour zu integrieren. Und das ist es jetzt. Wir wollen erstmal mit der Schaukel auf den Container schwingen und dann für den Best Case haben wir hinten schon eine Weichbodenmatte platziert, ja, falls das besonders gut sein sollte. Ed ist der Erste, der sich reinschmeißt und schauen wir mal, wie das funktioniert. Halb Bock angriffen. Ja. Ist das sketchy. Ist das ja ekelhaft. Oh, Alter. Das sieht so sketchy aus, ne? Eklig, obwohl man echt gerade springt, aber muss man erstmal mit anfreunden, Alter. Anscheinend ist es gruseliger als erwartet. Das sah auch wirklich nicht nach Spaß aus irgendwie. So, ich bin als Nächstes dran. Jetzt hat er ja ganz gut gemeistert. Dreh mich mal. Oh, Alter. Boah, Alter. Oh, das ist ja ekelhaft. Boah, nee, ey. Boah, Alter, Latz. Okay, beim nächsten also mal gucken, weißt du? Jetzt. Er ist geflogen wie eine Elster. Ja, da segel ich beim nächsten drüber, aus Versehen nämlich. Kann man das clearen? Safe, das ist glaube ich schwerer, das nicht zu clearen. Alter, geil, richtig geil. Da lassen sich auch einige Variationen mit anstellen, habe ich schon gemerkt. Dann bin ich wohl als Nächstes dran. Was sagst du, erster Anblick? Ja, geht klar. Okay. Alter! Alter! Digga, das wird heute noch geflippt, ne? Ich kack mir jetzt schon in die Hose, aber da muss ein Flip drüber. Digga, die Airtime ist komplett auf einer anderen Ebene, ne? Du segelst hoch, guckst auf den Container, auf einmal ist Container weg. Und dann merkst du, es ist ganz schön hoch, wo du gerade rumhängst. Und dann gehst du ganz schön schnell nach unten. Auch geisteskranker Anblick, Alter. Er segelt und segelt hoch und hoch und dann gehst du schon wieder zurück und er segelt immer noch hoch. Also als Nächstes bin ich dran. Ich weiß nicht, ob ich es direkt schaffe, aber boah. Ich versuch's natürlich mein Bestes. Einfach voller Schwung Richtung Wand und dann auf einmal über das Viech und hinten wieder die Wand runter. Einfach, ist eine wilde Vorstellung, wenn man dran denkt, jetzt drüber zu segeln. Boah! Alter Lachs! Alter! 2 cm haben da gefehlt. So, irgendwie mit hinten habe ich noch die Füße irgendwie drauf. Boah, ey, kurzer Bodycheck und alles fertig. Klein bisschen hat da gefehlt. Geistesgestört. Nächster. Komm, Junge. Alle rein! Ja!
Ja! Ja! Sick! Alter, ich bin so übergekippt in der Luft, ey. Alter, da. Ja, du hast gezappelt. Das war auch... Du hast so einen Zappel, Philipp, da gemacht. Der war aber auch notwendig, ey, sonst hätte ich mich komplett aufs Maul gelegt. Ich war so im Bauchlage. Alter, das Feeling ist geil. Vor allem, wenn du Panik in der Luft hast, ey. Aber ich hab den Schwung endlich raus, da. Geil. Also jetzt weiß ich, was du meinst, wenn du da Schwung gibst. Da fliegt der hoch und du bist auf dem Rückweg und der fliegt immer noch hoch. Alter, ey. Oh. Gestörte Nummer. Geil, ey. Zu wild. Alter, hab ich Eier flattern, ehrlich. Als nächstes ist Janis dran. Ich heiße Jan. Aber wie auch immer, ob Janis oder Jan, die Person hat Eier flattern. Das könnte gewiss, dem könnte gewiss sein, ey. Ich guck mal, wie sich das jetzt verhält. Entweder zieh ich direkt rüber, vielleicht tipp ich nochmal an. Kein, absolut kein Plan, bin absolut nervös. Bin auch hyped, ey. Wuuuuh! Oh. Das ist einfach nur Spaß in dem Wagen, glaub mir! Ja! Ja! Was war das für ein Step? Den ich wollte den Step gar nicht machen, ich weiß gar nicht, was das war! Der war auch nicht nötig, muss man der sagen. Der war so, ich hab alles aus mir rausgestreckt, um da noch irgendwie drauf zu steppen. Ich würde sagen, dem zweiten steht nichts mehr im Wege, oder? Ey, das stand dem überhaupt nicht. Also, was war das denn, ehrlich? Was hab ich denn da? Alter, das war einfacher drüber, als den da drauf noch zu steppen, ehrlich. Ja, weißt du, wie das für mich aussah, als wärst du drüber und hättest dann nach hinten versucht, hab ich. Der Fuß war hinter seinem Körper. Ja. Thema, da können wir mal eine kleine Zeit Alter, noch zu einspielen. Warte nicht der, sondern danach. Jetzt. Jo. Hast du. Fuck, ey, ich hatte nicht gegriffen, sorry, ey. Ich bin gerade panisch. Egal, jetzt. Komm, Alter. Jetzt. Ja! Aber sicher! Ja! Ja. Geil! Alter Lachs! Oh, ja! Oh, ist das geil, ey! Das ist absolut Wahnsinn! Ey, Digga, du kommst so hoch und strong da drauf, mein Fuß einmal komplett durch, aber nur links, geil! Alter, da, die Airtime, wenn du am höchsten Punkt bist, guckst du nach unten wie Drohne! Wie Drohne, Junge! Das ist einfach, kann ich bestätigen, das ist einfach nur der Wahnsinn. Dieses Feeling, du fliegst nach oben bis an den höchsten Punkt und du weißt schon, Alter, der ist es jetzt. Und dann hast du immer noch 2 Sekunden oder so zum Fliegen und noch ein paar Meter, das ist einfach so geil. Also Gaps sind einfach wirklich Wahnsinn. Deine Schuhe kommt auf YouTube. Ach, hier kurz, weißt du, Signatur da lassen. Wollt ihr was sagen? Nein. Darf ich jemanden grüßen? Ja, klar. Ich grüße meine Familie und meine Freunde. Moin. Und damit geht die Action weiter. Okay, da war eine kurze Unterbrechung. Als nächstes cleare ich das Ding nochmal als Prep für den Frontflip. Ich nehme euch dabei mit in POV-Perspektive, dann seht ihr das, wie wir das sehen, wenn wir das machen. Und Jasper wollte auch noch irgendwas dazu erwähnen. Dann sehe ich auch endlich mal, wie das aussieht. Dann kommt er jetzt in meinen Mund rein. Auf. Okay. Jetzt. Fast in die Pfosten da reingeflogen irgendwie. Frontflip ist schon insane. Ganz vergessen, dass ich das preppen wollte damit. Frontflip ist schon hardcore. Ich glaube, es geht ganz gut klar, wenn man committet, aber der Commit ist hart. Der Commit ist hart. Wahnsinn. Boah, Junge. Das sieht aus wie eine Kanonenkugel, die da lang jagt, Alter. So ein kleines Paket und dann fliegt er hier über den Container rüber. Ich packe es nicht. So, wir haben jetzt die Matte da hingelegt, weil wir davon ausgehen, dass man beim Flip noch deutlich knapper nach vorne schießt und dementsprechend mehr Distanz zurücklegt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den Pfosten reinfliegen werden. Das hindert uns natürlich nicht daran, das Ganze trotzdem zu machen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich fühle den Flip nicht so ganz, aber das, was überwiegt, ist der Gedanke, dass es halt möglich ist. Freunde. Ja, es gibt halt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Und im Worst Case funktioniert es halt nicht. Ich habe nicht mal einen Plan, was schief gehen sollte. Jetzt. Hast du berührt? Hast du berührt? Das war so eine knappe Kiste, ne? Alter, den Bär, ey. Also bei dem Frontflip nach vorne springen ist verdammt schwer. Du springst nur nach oben. Da hätten wir uns mal vorher einen Kopf drüber machen sollen. Aber dann haben wir die Devise, vorher sich keinen Kopf machen. Ja, ich habe ja vorher noch gesagt, da kann nichts passieren. Jetzt wissen wir, was passieren hätte können.
Hast du denn berührt oder nicht? Nee, war ganz knapp, aber. Okay, sah aus, als wenn du mit deinem Ellbogen ein bisschen drauf gekommen bist. Und das dann war so ein Close Call, ne? Ich hab mich irgendwie noch gesaved. Du bist auch auf die dünne Matte gelandet, oder? Ja, bin ich auf die harte gekommen. Also da ist auf jeden Fall meine Zeit super angebracht. Sollen wir jetzt Assi machen? Mach Assi, komm, für'n Gag. So, Kinder, zack, zack, wir müssen euch rausschmeißen. Okay, die Viecher sind vom Platz. Ihr habt es miterlebt. Wir haben das Wochenende hier mehr oder weniger gebaut. Ja, und wir wollen das gebaut jetzt auch das erste Mal nutzen. Also, ja, letzter Tagespart ist, dass einmal hier an Vauxhall trainiert wird und das Ganze bei euch in einem Edit rein. Viel Spaß. Alter, wer? Da ist das Ding. Was macht da so ein Lärm da hinten? Das war hier irgendwie so ein Dingen, weißt du? Das war irgendwas das hier. Eins von den allen. Das hat mich voll irritiert irgendwie. Aber war doch trotzdem cool. Das hat wirklich doch geklappt. Und mit diesen wunderbaren, herzerwärmenden Wörtern geht's dann auch rein in das gottverdammte Outro! Outro! If there anyone from Czech? If yes, where can I buy crack? Moin Leute! Halt die Fresse! Oh, Mann, so. Oh, Junge, ich wollte gar nicht dagegen treten. Junge. Hundert Teile vercheck ich in 4 Tagen. Stimmungsvoll geht's rein.